Hi und herzlich willkommen auf Björns YouTube-Welt. Heute schauen wir uns für 24 Euro von Victgirl, das bekommt auf Amazon, eine Skibrille an. Die haben mir das zur Verfügung gestellt für ein neues interessantes Video, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde langsam hier zum China-Model. Und zwar ist das eine Brille, die nicht beschlagen soll und vielleicht sogar für euren nächsten Skiurlaub mit ins Gepäck kann. Das werden wir jetzt einmal auspacken und anschließend probieren wir das nochmal aus, ob das auch mit dem mitgelieferten Helm funktioniert. Den Helm stelle ich euch aber in einem anderen Video vor. Das ist einmal die Skibrille von Victgirl. Sie ist halt für alle möglichen Schneesportarten geeignet. Sie hat zwei Linsen in eins. Also einmal soll sie UV-resistent sein und gegen Beschlagen sein. Sie sollte sich auch sehr schnell, wenn sie mal beschlagen sollte, auch wieder entschlagen. Okay, aber es ist halt, ja, kann schon passieren, dass so eine Brille mal beschlägt. Auch mal kurzfristig, wenn man sie aufsetzt. UV-Schutz ist ganz wichtig, auch im Schnee, und man soll auch wirklich Sicht auf die Bahn haben, und das wird uns hier alles versprochen. Ich war ja noch nie im Skiurlaub, sollte ich vielleicht mal machen. Ich wohne ja eigentlich in der Nähe vom Sauerland und da ist ja ein großes Schneesport, Skisportgebiet, wie auch immer. Hier haben wir eine kleine Transporttasche, die ist natürlich inklusive. Und hier haben wir einmal die schöne Brille. Sie sieht cool aus, das muss ich sagen. Hier mit so einem Gummiband, das ist auch richtig nice. Und Victgirl, das kann man ja auch länger oder kürzer machen mit der Schnalle. Das hier ist gepolstert, mehrere Lagen, finde ich auch ganz cool. Ne, ihr habt ja auch hier so eine kleine Lüftungsöffnung und alles, das ist schon ganz cool durchdacht. Und hier innen drinne ist natürlich Folie, die müssen wir einmal entfernen. Wie wir das machen, hier haben wir hier so ein Zugband, dann können wir auch die Folie entfernen und dann kann man hier eigentlich richtig cool durchgucken. Ich werde mir die jetzt mal aufsetzen und einstellen und dann probieren wir sie gleich mal noch mit dem Helm aus. So, eingestellt habe ich mir sie noch nicht, aber ja, so ein bisschen enger machen wäre kein Ding. Es sieht aber soweit ganz cool aus. Ich habe sie mir aber aus dem Grunde noch nicht enger gemacht, weil ich wollte wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine normale Brille noch drunter trage, ob das möglicherweise auch passt. Ich bin ja eigentlich kein Brillenträger, aber ich habe mir hier von meiner Frau einfach mal eine Brille geschnappt. Zack, sieht aus wie Professor Doktor. Da wird er jetzt mal diese Brille über der Brille tragen und das soll angeblich funktionieren. Und, aha, sieh mal einer an. Also die Brille unter der Brille funktioniert. Die Bügel sitzen auch richtig. Jetzt könnte ich sie mir enger machen. Ein Satz mit X. Aber ich muss sagen, Brille unter der Brille. Und ihr wisst ja, ich habe ja da oben mein Licht. Und das ist schon richtig krass, dass die abdunkeln auch. Ne? Jetzt gucke ich mal in die andere Richtung. Also, ich meine, da ist ja noch die andere Brille. Aber, wenn ich das jetzt hier einmal so abmache, dann bleibt die Brille auch zum Glück da drin. Sie ist jetzt nicht runtergefallen oder so. Sie passt sich dem Polster an. Das finde ich ganz cool. Also, das ist schon echt nice. Da kann man nicht meckern. Also, ich finde das cool. Jetzt habe ich ja gesagt, wollte ich das Ganze nochmal mit einem Helm ausprobieren. Und habe keine Ahnung, wie das geht. Und wir haben ja auch die Möglichkeit, hier hinten auch nochmal. Und dann kann ich mir auch, zack. Ist das nicht cool? Hier an den Seiten könnte man auch noch eine andere Brille und alles, je nachdem, was ihr für ein Modell habt. Das kann man nämlich auch hier noch festklipsen. Es ist aber so, ich finde das ziemlich cool. Machen wir das mal ab. Ist echt ein schönes Teil. Was passiert da? Es verschwindet, so wie es soll. Okay. Und hier innen? Innen beschlägt das gar nicht. Also cool. Eine Skibrille, ein Skihelm, jetzt brauche ich nur noch Skier und einen Skianzug und dann kann ich Gas geben, wa? Also mit der Brille finde ich richtig cool und der passende Helm, wie gesagt, ist in der Videobeschreibung und sie ist ziemlich schön gepolstert. Innen beschlägt sie nicht, von außen ja, natürlich, aber sie entschlägt sich, beziehungsweise diese Wasserschicht, Dunstschicht, die verschwindet auch ziemlich zügig. Man kann eine Brille drunter tragen, sie ist schön gepolstert.
Sie macht es ziemlich dunkel hier drin. Also ich konnte da volle Möhre in meinen Scheinwerfer gucken. Ich hatte kein Problem damit, dass ich danach irgendwie dieses Blendgefühl hatte. Ist wahrscheinlich ein guter Tipp, wenn ihr mal irgendwo hinfahren wollt, für einmalige Gelegenheiten oder so. Jo. Alles klar. Ich danke fürs Einschalten. Die Produktlinks findet ihr in der Videobeschreibung. Es sind Affiliate-Links. Wenn du darüber bestellst, unterstützt du meinen Kanal. Ich freue mich immer, wenn ihr ein Abo dalässt, denn das zeigt mir einfach, dass ihr meinen Inhalt vielleicht mögt. Und einen Daumen nach oben finde ich auch immer cool. Und ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Björn.